unserer Reise des Dungeon-Forschers gehen wir heute in Klahls Festung und wir rennen mal hier durch, bevor ich erfroren bin. Und ich habe heute Freier, nicht Freier. Sehr gut. Ja, ich muss hier von der Brücke runter, da ist es super kalt. Hier ist es nur kalt. Hier kann ich mich wieder bewegen oder besser aufhalten. So, was hast du dabei? Silber, Stahl, ja, nein. So, ich habe heute dabei Beast, das ist ein Cimmerian Berserker, den haben wir ja gemeinsam geholt vor 2 Folgen oder so. Und der macht hoffentlich irgendwann seinem Namen alle Ehre, wenn er ausgelevelt ist. Und wir haben wieder Honey dabei, die, glaube ich, nur noch ein Level braucht. Genau. Und da kommen schon die nächsten. Ich bin nicht schnell genug. Jetzt. 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 Okay. Ach ja, das wird ja wieder. Ich hätte vielleicht das Kamel mitnehmen sollen. Aber das stört dann da drin eigentlich. Wir gehen hier hoch. Und ganz nach oben. Ich habe auch einen ausführlichen Guide dazu mal gemacht. Den verlinke ich euch nochmal. Da habe ich auch ganz genau den Weg beschrieben, wie man ups, ein Schwert, wie man hier reinkommt, beziehungsweise wie man sich dort drin zurechtfindet. Okay, da kommen zwei. Your death will be as meaningless as your life. Sehr gut. Ja. Die neue Waffe. Endlich auch ein Kriegshammer für mich. Eine Beweglichkeitswaffe. Sehr gut. Gegen die Skelette. Das ist ja eigentlich sehr wichtig. Was ist das denn? Hanging Chain Extension. Ja, das wollen wir alles nicht. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier ist alles ruhig. Da geht's lang. Hier gibt's Fallen. Genau. Und wir gehen gleich mal hier links rein. Hier gibt es natürlich auch guten Loot überall, ja. Wie immer, ich saug alles mal auf und guck dann, was wir mitnehmen. Wo bist denn du gerade hergekommen? Alles mitnehmen hier. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Was hast du noch dabei? Okay, so, also einmal ganz links rumgegangen. Möglicherweise oder nach Möglichkeit nicht in die Fallen laufen. Dann können wir hier gucken. Hier haben wir gar nichts drin. Hier wirst du hochgeschleudert. Ich mach's mal. Zack. Ja, und das bringt Schaden. Das war jetzt nur zu Vorführzwecken. So. Da haben wir eine Kiste. Okay.
sind denn die anderen? Wo ist Beast? Der hat sich schon irgendwo aufgehängt, hm? Ja. Und hier noch eine Tür. Da haben wir etwas zum Lesen. Also die Geschichte hier, die hier dazu gehört. Ja, das ist hier halt schon teilweise ein bisschen eng und oft bleiben die dann auch hinter uns zurück. Hier umgehen wir das Ganze und gehen dahin, so. Und jetzt haben wir hier einen Gang. Und gehen, oh, wieder eine Falle übersehen und gehen hier mal hoch. Noch eine Falle übersehen. Da haben wir eine Kiste. Hier haben wir noch Kisten. Ja. Warte mal, da haben wir noch. Habe ich die ausgerückt? Nee, habe ich nicht. Okay. So, und jetzt bin ich nämlich schon überlastet. Jetzt muss ich schon Sachen wegwerfen. Normale Polsterung schmeißen wir raus. Nachtauge-Trank. Ja. Der macht ein sehr komisches Licht. Das Elfenbein haben wir bei uns um die Ecke. Das können wir rausschmeißen. Effektiver Kompost behalte ich, das kannst du rauswerfen. Raus. Ja, ich bin auch noch mal losgezogen und habe die beiden Krokodile. Ich zeige euch gerade wo. Das Krokodil hier. Und das Krokodil ungefähr hier. Hier. Die habe ich jeweils zweimal gemacht, damit wir Schlüssel haben. Dietriche. Wir hüpfen hier einmal rüber, wenn es geht. Oh. Heil dich mal. Mitgenommen? Ja, hab ich. Okay. Jetzt gehen wir hier rein. Wir kommen nachher hier wieder zurück und gehen dann durch diese Tür durch. So, ganz hier hinten, links, eine Falle und daneben der Schlüssel. Okay. Ah, du hast einen Schlüssel gefunden. Gut. Ich hatte mir eben schon Sorgen gemacht, weil die Kiste offen stand, aber wahrscheinlich steht die immer offen. Ja, dann gehen wir hier wieder zurück, wie gesagt, diesen gebogenen Gang. Und gehen dann... Noch nicht hier. Gehen hier wieder raus. Und nehmen dann diese Tür hier, links. Das richtige links, jawohl. So. Jetzt haben wir hier drei Optionen. Hier geht's
in eine Höhle mit Spinnen und viel Loot. Da geht's in andere Bereiche und man kann hier irgendwie im Kreis laufen und kommt dann hier wieder an. Wir gehen mal hier in die Spinnengeschichte erstmal. Da haben wir sie. So. Okay, das war's schon. Wir könnten übrigens die Spinnen ernten hiermit. Dann kriegen wir nämlich mehr Spinnfäden raus. So, kleiner Tipp nebenbei. Damit wir Seide spinnen können. Und wir haben hier eine ganze Reihe an Kisten. Ja, mit feinen Sachen. Ja, ich müsste... Habe ich die Truhe schon? Habe ich schon? Okay, wir müssen gleich ein paar Sachen aussortieren. Erstmal alles mitnehmen. So. Das haben wir. Oh, ich glaube, da haben wir noch eine Spinne übersehen. Aber da kümmern wir uns gleich drum. Wunderbar. Und dann... Du lebst doch noch. Ja klar, die lebt noch. Nicht mehr. Okay. Cool. Das war's hier. Ah ne, hier haben wir noch eine Kiste. Kann ich mich jetzt noch bewegen? Ja, geht schon. Dann gehen wir hier wieder raus. Ja. Hier, da unten gibt es eine Kiste. Ja, da gibt es noch eine. Wenn, dann macht es eigentlich Sinn, dass man am Ende hierher geht, weil man theoretisch hier auch runterspringen kann, um rauszukommen. So, und wir nehmen jetzt die dritte Tür, oder die zweite Tür hier, also den dritten Weg. Jetzt habe ich mal aufgepasst wegen Fallen und hier gibt es natürlich keine. Und jetzt geht es hier zum Boss. Hier haben wir noch ein Stück Geschichte, was wir lesen können. Und hier steht der Chef. Der hat so ganz eigene Bewegungen. Holt sich Energie und stößt die dann sozusagen wieder aus. Man kann sich immer, wenn man alleine ist hier, dann kann man sich hier eigentlich ganz gut verstecken. Hinter diesen Pfosten. Und wenn er nicht permanent hier bekämpft wird, wie jetzt hier gerade, dann beamt er sich auch immer von einer in die andere Ecke. Wo ist denn jetzt Beast schon wieder? Und ihr habt ja auch gesehen, hier gibt es auch zwei Skelette drin. Der ist jetzt gerade durch meine Honey hier gut beschäftigt. Die macht ihn praktisch alleine runter und er kann gar nicht so wirklich seine ganzen Moves ausführen. Wo ich jetzt aber nicht wirklich böse drum bin, muss ich auch sagen.
So, das war's schon. Schwarze Feste erkunden. Der bringt natürlich ein paar feine Sachen mit. Die nehmen wir auch mit. Und dann können wir hier lernen. Stolz der lautlosen Legion, Geißel der Menschheit, Waffen, leichte Rüstung und mittelschwere Rüstung der lautlosen Legion. So, ihr habt das Gleiche auch nochmal. Aber hier haben wir erstmal eine Kiste. Ach, das ist das, was ich eh schon habe. Dieses komische kleine Schild. Fluch von Kosastralkael. Eine Stärkewaffe. Die ist gut, natürlich. Und was hast du noch? Hast du noch irgendwas, was wir... Ja, gut, den schwarzen Lotus eigentlich schon. So. Da ist der nächste. Okay, das war der zweite. Der fehlte uns wohl noch. Und dann haben wir hier... Ja, hier hast du das auch nochmal, wo du was lernen kannst, aber du lernst hier das Gleiche. Also im Grunde genommen Wurt. Knüppel, der komisch ausschaut, aber ziemlich gut ist. Und dann haben wir hier die letzte Kiste, Bessies Bogen. Und hier auch nochmal das Lernen, das ist eigentlich, ja. Genau. Also theoretisch kannst du, wenn du jetzt nicht mit ihm kämpfen willst, hier kannst du theoretisch einmal hier durchrennen, an ihm vorbei vielleicht und wieder die Sachen lernen und wieder raus. So, und von ihm haben wir jetzt bekommen einen Haufen Knochen und einen verwitterten Schädel. Die hätte ich natürlich bei den anderen Skeletten auch welche bekommen können, wenn ich die zerhacke. Und was haben wir noch bekommen? Wir haben die Träne. Wo ist sie hier? Tränen zweier Völker. Das ist etwas, was du brauchst, falls du die Exiled Lands verlassen willst und dein Armband abmachen willst. So, und dann gehen wir hier wieder raus. Ja, Beast hat immerhin ein Level gemacht, das ist schon mal ganz gut. Und wir verabschieden uns für heute und sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.